Hallo und seid gegrüßt. Wir spielen heute wieder Titan Quest. Und ja, heute ist ja der Tag der Beschwörung. Das heißt, wir hatten ja letzte Runde alles gesammelt. Haben hier für Ordnung gesorgt. Hier noch nicht ganz. Die Essenzen gehen wir nochmal abgeben hier. Lagerplatz für den schwer beladenen Reisenden. Ja, danke. Mein treuer Helfer. Ach nee, wir hatten das hier sortiert, ne? Du darfst hier hin. So, das ist der Mond. Ich dachte mal, das ist ein Horn. Aber das ist ein Mond. Alles klar. Schon wieder ein Vlies. Von dem haben wir ja echt viel. So, du kommst bestimmt hier hin und du hier hin. Deine Sachen sind bei mir sicher. Ja, hoffentlich. So wie du redest, verkaufst du bestimmt an verschiedene Leuten Sachen, Zeugs von mir. Kann ja auch gut sein, dass ich nie dran denke, was ich da drinne hatte, ne? So, dann gehen wir mal zu Imhotep. Tor der Palme. Dann sag uns, wie wir jetzt die Beschwörung starten können. Didim, didim. Das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Zusammen bilden sie das Zepter der Ewigkeit. Ein Artefakt von großer Macht. Jetzt wollen wir uns beeilen und die Zeremonie begehen. Okay. Ja, schön. Oh. Soll das so? Ich glaube nicht. Das kann nicht sein. Wie konnten wir versagen? Alles, was wir versucht haben, war umsonst. Es ist mir klar, dass die Götter uns nicht helfen können. Jetzt sind wir wahrlich auf uns allein gestellt. Wir dürfen niemals aufhören, es weiter zu versuchen. Der Telkine, der in Ägypten sein Unwesen treibt, hat viele Orte verwüstet, die vom Orden des Prometheus bewacht wurden. An diesen Orten werden mächtige Artefakte aus dem alten Krieg aufbewahrt. Ganz bestimmt sucht der Telkine etwas. Wegen der geheimnisvollen Kräfte dieser Artefakte hat der Orden diese Orte seit Tausenden von Jahren bewacht. Es gibt jetzt nur noch einen Ort in Ägypten, der noch unberührt ist. In meiner Blindheit habe ich all dies übersehen, denn ich glaubte, die Götter würden uns retten. Ich war ein echter Narr. Du musst zum Grab des Ramses gehen, dem letzten Ort im Tal der Könige. Fahre den Nil hinauf nach Theben und von dort zum Tal und zum Grab. Achte auf Spuren, die der Telkine auf seinem Weg hinterlassen hat. Was immer er auch sucht, er darf es nicht in die Hände bekommen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, treffen wir uns in Theben. Nun, da wir bei der Rettung der Menschheit nicht auf die Götter zählen können, müssen wir auf unsere Helden zählen. Gehe jetzt. Ah ja. Endlich merkst du es. Aber schreist nicht so laut. Sonst könnt ihr ja eure Mitbürger nicht mehr unterdrücken mit der Göttermacht. Wenn die wüssten, dass die Götter gar nicht gibt. Oder dass sie euch nicht helfen wollen. Oh. Vorbereiten nicht vergessen. Und wieder diese Krokodile hier. Gut, wir sind am Fluss, ne? Da sind sie dann wieder da. Obwohl ich eigentlich die Skarabäen bräuchte. Reptilienwappen. Ne, das war so ein spezielles Item, was an die Typen gebunden ist. Die sind stark, ey. Vielleicht Probleme, die runterzukriegen.
Das kenne ich aber auch nicht so. Ach so. Sollte auch mein Waffenbuff einschalten, ne? Der ist schon gut. Hatte ich den schon voll ausgebildet? Ja, der ist schon auf 12, okay. Härtetrüstung erhöht Schutz und Feuerresistenz und Einwirkung des Erdzaubers. Okay. Also kein Schaden mehr. Aber später könnte ich den nochmal verbessern, oder? Ach nee, das ist was anderes. Das ist allgemein mehr Feuerschaden. Hey, wo seid ihr denn? Ach so, ihr seid von der anderen Karte. Alles klar. Da gehe ich natürlich nicht mehr hin, da waren wir schon. Ja, jetzt reichen wieder zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Zwei Schuss. Sagt man zwei Schuss oder zwei Schüsse? Weiß gar nicht. Deutsch ist nicht meine einzige Muttersprache, dann fällt es manchmal schwierig. Das komplett mit Ausdruck und so. Das Richtige zu treffen. So, hat er nicht gemeint, wir sollen hochfahren? Jetzt laufen wir dahin? Ich hatte mal mich wieder auf so eine Flussfahrt gefreut. Jetzt haben sie mich doch mitgekriegt. So, können wir hier durch? Ja. Der obere Nil. So müssen sie sterben. Schön auf dem Weg zu uns. Brauchen wir auch keine Verteidigung. Oh, das ist ein Goldener. Ach, das ist ein Aufseher. Macht er wieder so starke Zauber? Wie bei den Satyren. Die Aufseher. Die waren ja immer so mit so einem overpowerten Banner da. Flackerndes Kandara. Die waren ja auch noch so Flammen, ne? Haben wir die jetzt aus der Ferne aktiviert? Ah, nichts drinne. Heute kein Loot. Wenn ich nicht weiß, wofür die Flammen sind, einfach nur für Kartentrennung, aber wir haben uns hier hinten rum lang geschlichen. Das ging auch. Nein, nicht sehen. Massiger Zenturion. Das sieht schon immer gewaltiger aus hier. Vögel gingen doch, oder? Schießen. Achso. Die Vulkankugel wollte nicht schießen, weil das anvisierte Ziel war schon tot. Bevor die Vulkankugel gezündet hat. Oh, eine königliche Kiste. Und sogar mit was Grün drin. So was ganz Neues. Geschicklichkeit. Nö, braucht man nicht. So, dass wir hier wieder nichts verpassen. Schon die ersten Quests. Gut, die sterben schön nebenbei. Ist die Höhle da rein? Die mir da oben angezeigt wird? Gut, können auch egal sein. Ja, die ist noch hier. Die Vögel kann ich echt ignorieren hier. Die Verfall. Die waren
so glaube ich, sehr immun gegen... gegenüber meinen Attacken. Muss ich alle einzeln anschießen. Damit die ein bisschen Debuff draufkriegen. Nicht wieder so eine enttäuschende Höhle hier. So, du bist ja immer so, dass da irgendwie Loot drin war am Ende. Also, Loot ja, aber auch richtig ordentlich Futter. Okay, weg. Sterben, ey. Muss mein Dino machen, der haut da mehr Damage raus. Ja, das war's schon. Ja gut, wenn so eine kleine Höhle ist, dann kann das auch mal ohne Boss-Loot gehen. Aber so wie die eine Sandhöhle letztens, nee. Da war ich enttäuscht. Das hätte ich mir so nicht erwünscht. Oder nicht erträumt oder nicht. Naja, ihr wisst schon. Nicht erhofft. Welches Wort war das? Nicht erhofft, nicht. Naja. Sag ich doch. Deutsch ist schon ein Ticken schwieriger für mich. Okay, das war nicht dahin geplant. Es ist an der Wand hängen geblieben, aber gut, hat die Masse da getötet. Ist auch in Ordnung gewesen. Und wir haben ja jetzt einen größeren Durchmesser, ne? Was den Schaden von unserer Vulkankugel angeht. Unbedingt mich angreifen. Na komm. Tue ich dir den Gefallen. Töte dich selber. Wenn du keinen Bock auf meinen Golem hast. So, und jetzt den Schrein der Erfahrung aktivieren. Ist gut, ist so ein schmales Gelände. Das ist angenehm. Abzugrasen. Und ich denke jetzt auch öfters mal dran, die 4 zu drücken, anstatt einen Heiltrank zu trinken. Ach, und das sind leider keine Wildschweine. Oh. Außenbezirke von Theben. Geht es hier lang? Nee, ne? Also wird das eine Durchreisehöhle sein? Oh, der hatte keine Wegfindung da. Allgemein die Wegfindung finde ich ja sehr schön, ne? Auch, dass unsere Zauber halt hängen bleiben an irgendwelchen Bäumen und Fehlen halt. Dass es sowas halt gibt, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut gemacht halt.
Ich glaube, hier müssen wir echt aufpassen wieder. Das waren so unsere liebsten Todespunkte, solche Ruinen halt oder Katakomben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so rein vom Gefühl her sind wir am öftesten, am often. Nein. Ach du Scheiße. Öfters in Ruinen gestorben als sonst du. So. ja. Aber das ist nur mein Gefühl, ne? Also. Ach cool, das sind ja die Dinger, die mich treffen. Zumindest nicht direkt. Also auf direkten Wege. So, gehen wir mal rechts rum. Oh, Skaraboyen, sehr schön. Kommt, ich brauche hier Zeugs von euch. So, rechts rum. Immer noch kein Panzer drin. Das gibt's doch nicht. Kopfschmuck des Drehmoments. Ach cool. Sieht das auch anders aus? Nee. Okay. Oder nicht? Ihr seid hier beim Händler. Soll ich da stehen bleiben für den Kampfschrei? Okay. Das war ein armer Pharao. Oder sie haben ihn boykottiert, dass sie nicht mit ins Grab reingelegt haben. Okay, das ist eine normale Höhle hier. Oder eine normale Katakombe. Also hier ist nichts mit Durchgang oder so. Ich habe hier immer Angst, dass ich draußen dann was verpasse. Muss ich den weiten Weg wieder zurücklaufen. Blub, blub, blub. Da fallen die Skelette runter. Genau, und da haben wir die Höhle. Höhle. Die Katakombe auch durch. Das sind schon die Außenbezirke von Theben, ne? Der sagt ja, ich soll erst zum Grab vom Ramses gehen und dann zu ihm nach Theben kommen. Also es ist ja viel, was hier jetzt noch passieren müsste eigentlich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der Ramses begraben war, aber war der nicht auch bestimmt in der Wüste? Im Standard-Pyramiden-Ding halt. So, ihr kriegt das ab. Essenz vom Udiat des Horus. Was ist ein Udiat? Noch mehr kannst du nicht halten. Noch mehr kannst du nicht halten. Wuss. Sieht wirklich so aus. Kann ich das jetzt hier machen? Können wir ein bisschen mehr ertragen, ne? Oh, noch ein Knochenbeißer. So, der ist voll geheilt geworden jetzt durch meinen Schlachtruf. Das ist gut. So, dann nehmen wir noch mal ein Schild mit. Und gehen dann zurück. Wir haben nur noch zwei Gebiete hier in dem Kapitel. Echt krass durchgezogen letztens. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist unser Verkäufer hier? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt.
Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Ja, genau das möchte ich. Wieso hast du das nicht für mich? Ich gebe dir jedes Mal Zeugs und du hast nichts für mich. Das ist... So, Stülpen, nee, Kopfschmuck sowieso nicht. Also könnte ich mir nicht vorstellen. 20 Intelligenz. Da haben wir die schon länger hier drin, kann das sein? Hatten wir die einfach nur, falls mal was Gutes kommt? 27% Gesundheitsregeneration, aber das war nicht. Verlangsamungswiderstand. Energie, Rüstung, Kältewiderstand. Ja, da muss schon was Gutes kommen. Aber die waren hier drinne, weil wir dann auf Intelligenz umsteigen wollten, ne? Ja. In Ordnung. Falls wir mal gute Stulpen finden, wenn wir dann sozusagen zusammen den Set-Bonus abgeben würden.